Hallo, ich freue mich, dass du es bis zum letzten Video dieses Lernvideozyklus zum Thema Vielecke geschafft hast. Mein Name ist Lara und ich habe einige Sachaufgaben für dich vorbereitet. Halte das Video immer an, wenn du das blaue Pausenzeichen siehst. Lege dir ein Blatt Papier und einen Stift bereit, dann können wir nämlich mit einem Einstiegsquiz starten. Schauen wir mal, was du dir aus den beiden Basic-Videos gemerkt hast. Ordne alle mit Buchstaben versehenen Begriffe und Formeln den Figuren 1 oder 2 zu. Das regelmäßige Fünfeck wird auch Pentagon genannt und setzt sich aus fünf gleich großen, gleichschenkeligen Dreiecken zusammen. Die Fläche wird mit der Formel im Kästchen F berechnet, während das regelmäßige Sechseck Hexagon heißt und in sechs gleich große, gleichseitige Dreiecke geteilt werden kann. Hier braucht man zur Flächenberechnung nur die Seitenlänge A des Sechsecks zu kennen. Sechseckige Strukturen sind in der Natur häufig zu finden, zum Beispiel im Bienenstock. Eine Zelle im Bienenstock bildet ein regelmäßiges Sechseck mit einer Seitenlänge von ca. 5 mm. Eine Bienenwabe besteht aus 5400 Zellen. Schätze zuerst, wie groß die Fläche einer Bienenwabe ist. Notiere deine Schätzung. Berechne die Fläche einer Bienenwabe und gib das Ergebnis in Quadratmetern an. Runde dabei auf zwei Nachkommastellen. Vergleiche deinen Lösungsweg mit mir. Um die Fläche einer Zelle zu berechnen, setzt du in die Flächeninhaltsformel eines regelmäßigen Sechsecks ein. Da eine Zelle die Seitenlänge 5 hat, ersetzt du das a in der allgemeinen Formel durch 5 und erhältst die blaue Gleichung für die Fläche einer Zelle. Beziehungsweise 3 mal 5 zum Quadrat mal Wurzel aus 3 halbe, falls du in der Formel gekürzt hast. Da eine Bienenwabe aus 5400 Zellen besteht, musst du den Flächeninhalt einer Zelle mit 5400 multiplizieren. Nun setzt du für den Flächeninhalt einer Zelle ein und kannst dir a ausrechnen. Für die Fläche einer Bienenwabe erhältst du in etwa 350.740,29 Quadratmillimeter. Da das Ergebnis in Quadratmetern gefragt war, musst du jetzt noch umrechnen. Um auf Quadratzentimeter zu kommen, dividierst du durch 100. Um Quadratzentimeter in Quadratdezimeter umzurechnen, dividierst du ebenfalls durch 100. Dasselbe gilt für die Umrechnung von Quadratdezimetern in Quadratmeter. Da das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen gerundet werden soll, erhältst du für die Fläche einer Bienenwabe in etwa 0,35 Quadratmeter. Und warst du mit deiner Schätzung nah dran? Wusstest du, dass eine Zelle 0,3 Milliliter Honig aufnehmen kann? Bei 5400 Zellen macht das 1620 Milliliter pro Bienenwabe. Das sind über 1,5 Liter Honig. Ganz schön viel für so eine kleine Fläche, oder? Hani ist fasziniert vom Hexagon und möchte eine Blume aus regelmäßigen Sechsecken wie in der Skizze an ihrer Zimmerwand malen. Jedes bunte Sechseck hat eine Seitenlänge von einem halben Meter. Schätze, welche Fläche eine solche Wandmalerei einnehmen würde. Notiere deine Schätzung. Berechne die Fläche, runde das Ergebnis dabei auf zwei Nachkommastellen. Vergleichen wir zusammen. Du brauchst wieder die Flächeninhaltsformel eines regelmäßigen Sechsecks. Die Seitenlänge eines bunten Sechsecks beträgt 0,5 Meter. Du setzt also 0,5 für a in die Formel ein, um die Fläche eines Sechsecks zu erhalten. Da die Blume aus 7 Sechsecken besteht, rechnest du für die Gesamtfläche
7 mal die Fläche eines Hexagons. Das sind dann 4,546633 und so weiter Quadratmeter. Rundest du nun auf zwei Nachkommastellen, so ergibt sich, dass eine solche Wandmalerei in etwa 4,55 Quadratmeter einnehmen würde. Hast du gut geschätzt? Hannis Bruder Tobi rät ihr lieber, ein Muster aus bunten Quadraten an die Wand zu malen. Das fände er viel cooler. Wie viele vollständige Quadrate mit derselben Seitenlänge würden sich auf einer gleich großen Fläche ausgehen? Schauen wir mal, ob du auch diese Aufgabe gemeistert hast. Du kennst die Seitenlänge und den gesamten Flächeninhalt der Wandmalerei. Die Fläche eines Quadrats mit Seitenlänge a berechnest du dir mit a zum Quadrat, also 0,5 zum Quadrat. Jetzt musst du eine Variable für die gesuchte Anzahl der Quadrate einführen. Ich habe sie x genannt. Nun stellst du eine passende Gleichung auf. Die Gesamtfläche ist gleich der gesuchten Anzahl der Quadrate mal dem Flächeninhalt eines Quadrats. Bringst du 0,5 zum Quadrat auf die linke Seite, brauchst du im letzten Schritt noch den Bruch zu berechnen und erhältst so das gesuchte x, nämlich 18,2. Da vollständige Quadrate für das Muster benötigt werden, musst du auf 18 abrunden. Es würde sich auf einer gleich großen Fläche wie in der vorherigen Aufgabe, also ein Muster mit 18 bunten Quadraten, ausgehen. Und was gefällt dir besser, die Blume oder das Muster aus Quadraten? Schreibe es mir gerne in die Kommentare. Gratuliere! Du bist jetzt ein echter Profi im Thema Vielecke und kannst den Flächeninhalt von 6 Ecken gut berechnen. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Tschüss!